Ich habe mich damals für das Studium entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich schon in der Schule sehr interessiert war an Mathematik und Informatik und hatte damals die Möglichkeit, mit dem Juniorstudium schon an der Universität zu studieren. Das heißt, ich habe einzelne Vorlesungen schon besucht während der Schulzeit und das hat dann dafür gesorgt, dass ich mich wohlgefühlt habe und dadurch dann einfach hier geblieben bin. Ich war schon immer an der Mathematik interessiert und hatte dann auch Informatik in der Schule, wo ich dann auch beim Bundeswettbewerb Informatik mitgemacht habe. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich das gern studieren möchte. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, wo man das denn gut machen kann. Und die Saarbrücker Uni ist sehr gut bei Hochschulrankings abgeschnitten und hat auch eine sehr große Auswahl an Studienmöglichkeiten. Und dann habe ich mich hierfür entschieden. Das Informatikstudium bietet zuerst mal eine ganz tolle Grundlagenausbildung, wo man alle verschiedenen Programmierkonzepte, Technologien kennenlernt, die es einem nachher ermöglichen, verschiedene Programmiersprachen sich anzueignen oder sich ganz einfach in neue Technologien einzuarbeiten. Die Studierenden haben auch ganz früh im Bachelor schon die Möglichkeit, dann verschiedene Anwendungsgebiete kennenzulernen, sei das Computersicherheit, Datenbanken oder Computergrafik zum Beispiel. Man sollte ein grundlegendes Interesse an der Mathematik und der Informatik haben, aber ich würde nicht sagen, dass es Voraussetzung ist, dass man vorher schon mal irgendwie programmiert hat oder das in der Schule hatte, weil man sehr gut den Einstieg bekommt durch den Mathe-Vorkurs und auch andere Einstiegsveranstaltungen. Ich selbst habe ja auch Informatik studiert und hatte aus der Oberstufe nur ganz wenig Programmiererfahrung. Was man, denke ich, mitbringen sollte, ist ein grundlegendes Interesse daran, Probleme zu formalisieren und systematisch an Probleme heranzugehen. Und was mich besonders dann auch interessiert hat während dem Studium, waren dann so mathematische, logische Probleme zu lösen. Mir gefällt besonders gut, dass es neben den Vorlesungen auch immer noch kleinere Übungsgruppen gibt, sogenannte Tutorien, wo dann höhersemestrige Studierende eben nochmal andere Beispiele als in der Vorlesung besprechen, man Fragen stellen kann und nochmal andere Themen diskutieren kann. Und eben andererseits auch, dass man sich selber dadurch auch in die Lehre mit einbringen kann, indem man eben selbst Tutor für eine der diversen Vorlesungen wird. Mir gefällt besonders gut, dass wir eine solch aktive Studierendenschaft in der Informatik haben. Wir haben einerseits zum Beispiel den Mathe-Vorkurs, der vor dem ersten Semester noch den Studenten ein bestimmtes Level an Mathematik beibringt und gleichzeitig währenddessen schon Spieleabende mit ihnen veranstaltet, damit sie sich gegenseitig besser kennenlernen. Das Informatikstudium ist am Anfang auf Deutsch und wechselt dann nach und nach auf englische Sprache. Nachher im Master ist dann alles auf Englisch und das zieht natürlich viele internationale Studierende und auch Forscher an, die hier den Standort ganz besonders machen. In diesem Studiengang lernt man insbesondere zuerst mal die Grundzüge der Informatik kennen, genauso wie Softwaresysteme, aber auch Hardware. Darüber hinaus haben wir als praktische Erfahrung unter anderem das Softwarepraktikum, in dem in einer großen Gruppe innerhalb von 6 Wochen ein Spiel zusammen programmiert wird, in dem man die grundlegenden Erfahrungen im Software Engineering einmal machen sollte. Was ganz Besonderes am Informatikstudium ist meiner Meinung nach, dass wir die grundlegenden Konzepte, die man im Studium lernt, dann in ganz vielen verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Egal, ob ich mich irgendwie für die Modewelt oder die Finanzbranche interessiere, das, was ich hier gelernt habe, kann ich dann überall einsetzen. Mich wird es später weder in die Forschung noch in die Industrie ziehen, sondern ich habe vor, ein eigenes Unternehmen zu gründen und mich in der IT-Beratung selbstständig zu machen.